Ich weiß ja, auf diesem Channel sind auch viele Frauen, die lange Jahre Ehe auf dem Buckel haben und die können ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Please hold for a very important message. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlogger Style. Wir sind heute in Milano. Nein, wir sind heute nicht in Milano. Wir sind heute auf meinem Sofa. Aber mein Sofa sieht aus wie ein Bett, weil ich habe es aufgemacht. Und die Möpse sind auch da. Ja, ich möchte heute mit euch reden, weil mich das einfach derbe interessiert, wie ihr zu dem Thema steht. Ich habe euch in diesem Video erzählt, dass da ein Typ war, mit dem ich ein bisschen Spaß hatte unter der Dusche, bis dann wirklich drei Polizisten vor der Tür standen. Ich habe mich wieder mit ihm getroffen, gestern Nacht. Und zwar zum dritten Mal. Und es ist immer voll schön, also so wir sitzen hier, trinken Wein und reden erstmal so 2 Stunden miteinander. Und dann irgendwann fahren wir dann übereinander her. Und ich kann euch sagen, ich war ja schon zweimal in der Beziehung. Dreimal beziehungsweise. Ich habe auch mal ein Video gemacht über meine ersten Male mit Mann, Frau. Das wäre jetzt hier so im Angebot. Auf jeden Fall habe ich ja oft also mit jemandem so geschlafen, ne? Und ich dachte immer, wenn man mit Gefühlen mit jemandem schläft, dann ist das quasi, da kommt ein One-Night-Stand oder so, etwas mit einem Fremden niemals, nie und nimmer ran. Aber ich habe mich geirrt, weil als wir das erste Mal miteinander geschlafen haben, war es schon gut. Als wir das zweite Mal miteinander geschlafen haben, das war das letzte Mal, habe ich gedacht, ach du Scheiße, was ist das? Weißt du? Also es ist so richtig, richtig, wie nennt man das? Es hat so richtig gepasst, so wie Faust aufs Auge. Und es war einfach mega, so Magic, ne? Und dann sind wir die letzten beiden Male halt immer wieder danach schlafen gegangen. Er ist auch der erste wieder, der bei mir schlafen darf. Aber nein, es sind keine Gefühle da. Es sind überhaupt keine Gefühle da, weder von seiner Seite noch von meiner Seite. Es ist einfach so, wir wohnen nicht weit weg voneinander und er ist gerade irgendwie voll im Beruf drinne und ich habe mich einfach emotional so gar nicht in dem verguckt. Kann gar nicht sagen. Also ich mag den voll gerne, ich genieße die Zeit mit dem richtig doll sogar. Aber wenn wir uns 2 Wochen nicht hören sollten, ist das für mich so gar nicht schlimm. So, als wir das erste Mal miteinander schlafen gegangen sind, ne, dann im Bett, habe ich so gedacht, okay, das war so ganz in Ordnung. Ich bin auf meine 6 Stunden Schlaf gekommen. Ich habe jetzt nicht so prächtig geschlafen, wie wenn ich alleine schlafe, aber es ging irgendwie. Beim zweiten Mal, also letztes Mal, als er da war, war das für mich grauenvoll. Ich habe vielleicht 2 Stunden geschlafen. Kennt ihr das, wenn ihr auf dem Bett irgendwie so in die hinterste Ecke gerutscht seid, weil ihr so der Nähe ausgewichen seid anscheinend unbewusst und der Mensch kam aber immer, immer näher und drängte euch quasi ans Eck und da wisst ihr aber nicht, wie ihr den aufwecken sollt, weil eigentlich wollt ihr einfach nur schlafen und ihr kriegt so richtige Zustände, in denen ihr das ganze Leben hinterfragt. So habe ich mich dann gefühlt, ne? Und neben mir dann die Hunde und dann schlafe ich immer mit offenem Fenster und dann war dem das zu kalt mit offenem Fenster. Es war einfach ein Desaster. Und dann fragt man sich natürlich auch, was sag ich denn jetzt? Also so, nicht, dass du das falsch auffasst und so, aber ich konnte einfach nicht. Erst dann am nächsten Morgen aufgewacht, hat voll gut gepennt, ne? War so, und wie war deine Nacht? Und ich habe angeguckt, wie das Monster von was weiß ich, und meinte halt so, ich habe gar nicht geschlafen, okay? Und dann so, oh nein, okay, dann schlafe ich beim nächsten Mal nicht mehr bei dir und bla. Und dann tat mir das auch schon wieder leid, wisst ihr? Weil da ist ein Mensch, mit dem versteht ihr euch voll gut und ihr habt richtig guten Verkehr. Das war ja sehr intim. Ach, und dann ist es aber irgendwie komisch, wenn er bei einem schläft. Das ist so Cherry-Picking. So habe ich mich selber schon gefühlt. Deswegen bin ich auf folgende Idee gekommen. Ich meine, er und ich, was sind wir? Wir sind ja nicht mal Freunde, aber wenn, dann wären wir eher so Freunde plus. Vielleicht entwickelt sich das in die Richtung. Und was mache ich mit Freunden, die hier bei mir zu Besuch sind? Die dürfen gerne bei mir schlafen. Mein bester Kumpel schläft zum Beispiel auch bei mir und dann schläft einer von uns im Schlafzimmer und einer von uns schläft hier. Das sind 2 identisch große Betten. Wenn man das ja auch aufgemacht hat, fertig. Hat ein bisschen halt wirklich so Klassenfahrtcharakter. Irgendwie man kann sich noch durch die Wand hindurch gute Nacht sagen und so. Aber habe ich so zu ihm gesagt, weißt du was, kannst du bei mir pennen? Gibt ja auch Ausgangssperre und all sowas, ne? Und dann hat er hier bei mir gepennt, im Schlafzimmer und ich habe hier gepennt. Das war für ihn halt irgendwie voll komisch, glaube ich so, weil er kam dann nochmal hierhin zu mir und hat mir einen guten Nachtkuss gegeben und so. Und dann meinte ich so, ja, okay, vielleicht komme ich später nochmal rüber. Ich dachte auch erstmal, ich bräuchte vielleicht dieses zweite Bett einfach nur als Option. Wisst ihr, dass ich, wenn ich dann bei ihm liege, dass ich genau weiß, so, ich könnte ins andere Bett flüchten. Aber im Endeffekt bin ich die ganze Nacht hier geblieben. Hat er auch heute Morgen gesagt, so, ich habe gewartet, ich habe gedacht, du kommst vielleicht noch, aber so gar nicht vorwurfsvoll, so humorvoll und sarkastisch auch so ein bisschen. Aber in jedem Sarkasmus steckt ja auch ein klitzekleines bisschen Ernst. Das wissen wir ja, seitdem wir unsere Videos zusammen machen. Auf jeden Fall war das so meine Story. Er ist dann irgendwann gegangen. Dann habe ich erst recht nochmal 2 Stunden hier gepennt. Wie findet ihr das?
Also hört sich das oder fühlt sich das, wenn ihr euch das so anhört, so strange an, dass man jemanden bei sich zwar pennen lässt, mit dem man geschlafen hat, aber dann bitte im anderen Zimmer? Das ist wie bei so einem alten Ehepaar, ne? Wo, ja, aber auch da kann ich es verstehen, ne? So mittlerweile, weil dann denke ich mir so, wenn die sich quasi noch so gern haben, ja, da ist wahrscheinlich der Unterschied, ne? Zwischen lieben und gern haben. Aber meine Idee, um jetzt mal diesen Gedanken zu vervollständigen, war, wenn die sich jetzt gern haben und die können aber einfach nicht mehr miteinander im gleichen Bett schlafen. Ja, okay, warum? Also ich meine, Schlaf ist ja unabdingbar, das ist ja voll wichtig. Und man kommt in so richtige Zustände, gerät man, wenn man nicht schlafen kann. Warum sollte man dann nicht sagen, okay, dann kriegt jeder sein eigenes Zimmer? Ja, weil das nicht die Idee von einer Ehe ist, ne? Ja, oder ist man in einer Ehe eh nicht für immer verliebt? Und das ist nur eine Illusion, der wir alle nur nacheifern. Also dann weiß ich nicht. Erstmal sagt mir bitte, wie ihr das findet im Thema, im Bereich, so man trifft sich irgendwie das zweite Mal mit jemandem und möchte ihn nach Hause schicken, wie ihr das findet, ob ihr das spooky findet, ob ihr mit jemandem einfach so schlafen könnt in einem Bett und wie ihr das in puncto Ehe seht. Ich weiß ja, auf diesem Channel sind auch viele Frauen, die lange Jahre Ehe auf dem Buckel haben und die können ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und was mich persönlich angeht, wenn ich in Partnerschaften war, habe ich mich natürlich irgendwann angefreundet mit dem Gedanken, dass wir zusammen einschlafen. Das hat sich auch wundervoll angefühlt. Aber das hier ist halt einfach so, weißt du, ich penne die letzten 3 Jahre alleine und dann kommt auf einmal jemand und dann soll mein ganzer Körper und alles, meine ganze Stimmung bereit sein, den da zu empfangen. Also das fühlt sich halt erstmal wie ein Fremdkörper an. Und den habe ich beseitigt und ich hoffe, er ist halt einfach nicht sauer. Ich glaube aber nicht, ist er nicht. Und das finde ich halt cool an ihm, weil er selber empfindet das ja gar nicht so. Das zeigt mir einfach, dass er ziemlich weit ist, weil er könnte natürlich auch jetzt voll die Show machen und sagen so, hä, liegt's an mir, keine Ahnung, bla bla. Ihr wisst doch, wenn wir selber verletzt sind, dann wären wir richtig biestig. Aber nein, macht er nicht. Er sagt so, nee, ich finde, also schlafe gerne mit dir in deinem Bett, ich sehe dich auch gerne und alles das. Aber wenn das so ist, dann muss ich das verstehen. Das finde ich halt sehr, sehr cool daran. Das war's. Ich freue mich über eure Anteilnahme an dieser Story und ich freue mich über ein Abo und bitte, bitte kommentiert. Also es würde mich richtig interessieren. Tschüssi.